Guten Abend. Leute, wir waren in, beziehungsweise wir waren auf Key West. Wir waren in Miami. Zwei ultra stressige Tage, wir sind jetzt wieder zurück. Und da habe ich natürlich auch die Kamera dabei gehabt. Wir sind jetzt wieder am Strand. Hier ist gerade wundervoller Sonnenuntergang. Wieder für den Captiva Island. Alter, das Wasser ist ja so verdammt warm. Ich drehe mal ein bisschen Kriegst so. Diese ganzen kleinen Muscheln hier. Vor allem die leben alle. Ja, ich mein's ernst. Sau krass. So, Leute, ich drehe mal so, damit man mein Gesicht wieder besser sieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe halt irgendwie überhaupt keine Anmoderation bzw. Abmoderation aufgenommen. Und deshalb machen wir das jetzt noch am Tag danach. Aber Leute, war sehr nice auf jeden Fall. Es war sau nice, aber es war auch total anstrengend. Also 8 Stunden Autofahrt pro Tag, das ist halt schon, geht auf die Nerven. Ja, nächste Woche geht's nach Cape Canaveral, hoffe ich. Falls ihr das ja irgendwie hinbekommt. Doch, das kriegen wir hin. Wir sind gerade an der Alligator Alley. Und jetzt wird erstmal fett gefräst. Was ist schon los? Ja? Area closed, no fish. Hier ist aber echt überhaupt nichts. Guck mal. Guten Tag. Wir sind am South Point. Am südlichsten Punkt von den ganzen USA. Ja, das ist so ein South Point aus den United States. Ich dachte, da ist jetzt so eine Mega-Statue, aber no, Sir, das ist so eine hässliche, fette Kugel. Das ist typisch Amerika. Hier ist eine Hitze wie in Frankfurt, also ich hätte mir gar nicht hier gebraucht. Nee, aber Luftfeuchtigkeit macht einfach noch ein bisschen unerträglich, habe ich das Gefühl. So, wir gehen jetzt ja direkt ins Wasser. Und gehen mal nachts sauflicher als saufmäßig. Also ich habe mich von hinten aufgenommen, weil wir es am wenigsten gemacht haben, ne? Ja. Ja, und ich nehme gerade auf, wie ich hier neben stehe. Das Militärgebäude von der USA, wo man leider nicht betreten kann. Ey, weißt du, an was für ein Game mich das erinnert? An Altes Life. Oh. Kennst du zwar nicht, aber Insider, beziehungsweise kein Insider, die Leute, die das gespielt haben, die werden das kennen. Streng genommen ist das der Punkt von der USA, ne? Weil es noch viel südlicher ist. Ja, natürlich, es ist mal wieder Army und deshalb dürfen wir da nicht hin. Und deshalb müssen wir jetzt hier uns mit dieser scheiß Statue bemühen. Nichts würde ich mal sagen, ja. Aber das ist einmal so. Ey Leute, wir sind einfach 7 Stunden hergefahren und es ist warm, aber egal. Und da ist sogar echt ein, das ist ein echter Papagei. Voll cool einfach. Ey, wir müssen mal gucken, dass wir bei ihm bleiben. Alter, ich liebe Amerika. Vor allem, ich habe gerade noch zu Domi gesagt, das ist das erste Land, wo man meinen Namen auf irgendwelchen Schlüsselanhängern mal richtig schreibt. Das ist so geil, weil ich mit K geschrieben habe. Oh, das ist so schön. Aber nichts gegen du, ne? Oh mein Gott. Alter, lass da mal reingehen. Leute, ich kauf den Laden leer. Ich kauf den Laden mit leer. Nele! Nele! Ja, wir laufen auf jeden Fall gerade noch so ein bisschen durch die Innenstadt von Key West und ja, dann. Wir werden alle richtig fett einfach hier. Gibt's nicht nur. Nele! Nele! Guck mal! Das wird ihr Lieblingsladen sein. Wir gehen mal rein. Wir haben den besten schwarzen Musiker der Welt gefunden. Ihr hört im Hintergrund. Warte mal. Dreh mal gerade um. Sonst was, Alter. Ja, Mann. Der hat direkt mal einen Dollar von mir bekommen. Komm hier vor. Thumbs up, Junge. Ey, wie geil. Ja. Also, es ist warm hier. Und wir sind seit heute Morgen um 5:30. Nee, ja, wir waren schon um 6 Uhr am Strand.
und haben zwei Muscheln das Leben gerettet. Uns sind 7 Stunden Auto gefahren, also wir dürfen jetzt so aussehen. Guck mal, Leute, da ist Aldi. Yo, hi. Und da ist Nele. Ich hab den Aldi noch. Aber da ist ein drauf. Fehler, bitte mal den Fehler, das stimmt nicht. Ja, da steht nicht Aldi Süd drauf, aber das ist das Aldi Süd Logo. Wir gehen jetzt erstmal rein. Welcome to Miami International. Hello, wir sind gleich da in Miami. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Welcome to Miami International Airport, ladies and gentlemen. Florida. On the left hand side, you can see a... nothing. Miami, das ist fucking wir gehen jetzt zum Denkmal von Miami. Ja. Welches Denkmal eigentlich? Auf Ocean Drive. Yo, Leute, sind wir am Front in Miami Beach. Alter, ich will da rein. Wir müssen doch groß da reinzugehen. Aber egal, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ich will da rein. Ich will hier rein. Alter, Leute, dieser Sand, der macht mich echt fertig. Schuhe raus. Oh Gott, ist das Zeug warm. Heißt das dann? Ja, es geht eigentlich, aber es ist warm. Guck mal, Nele, ich kann das jetzt auch. Ah, mit geil. Den Beinen nach oben. Das ist geil, gell? Ja, das ist voll cool. Vor allem sieht man da mal was ja. Auf dem Video. Ja, auch wenn ich bezweifle, dass er da irgendwas hört, aber egal. Ja, die ganze Zeit noch gut, dass es hey Leute, das ist so cool. Jo, Leute. Jo, moin. Und ich habe meistens Zeit an. Meine Hose wird komplett nass. Mein Kleid ist nass. Alle sind nass. Wir gehen jetzt erst in meinen Pool, wenn wir zu Hause sind. Scheiße. Oh mein Gott. Lach nicht. Da ist ja nichts passiert, Alter. Guck mal bitte meine Hose an. Ich bin gestern schon, als wir durch Dingens gefahren sind, durch, wie heißt es nochmal? Everglades. Nee, genau, Everglades. Hat Domi mich volle Kanne in so eine fucking Pfütze reingeschubst. Ey, ist doch nicht wahr. Nein. Ja. Jo, Leute. Guck mal, hier wäre eigentlich perfekt mit Kappe rumzulaufen. Ich hab die einfach im Auto vergessen. Was denn? Meine Kappe. Warum bin ich so nah dran?